Abenteuer erleben, Freiheit spüren, den Horizont erweitern und die Natur entdecken. Wir sind Laura und Marco und nehmen euch mit auf unsere Reise. Wir wollen Distanzen und Veränderung spüren, indem wir langsam reisen. Von Ende Juli bis Ende November 2020 liefen wir 1600 Kilometer zu Fuß, von Deutschland bis nach Albanien. Seit April 2021 erkunden wir die Welt nun auf zwei Rädern. Wohin werden uns unsere Wege führen? Und was werden wir erleben? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Wir sitzen hier an einem kleinen angelegten Tümpel, an dem wir heute Nacht unser Zelt aufgestellt haben und geschlafen haben. Die Schlafplatzsuche ist aber gar nicht mal so einfach, weil wir hier, also wir sind zum einen ein bisschen in das schlechte Wetter reingefahren. Also es waren halt sehr dunkle Wolken und man hat gedacht, okay, jede Minute fängt es an zu regnen. Und außerdem war hier irgendwie, also hier ist sehr viel Müll und es waren irgendwie recht viele Leute auch unterwegs, die da an dem Fluss da hinten auch gestanden haben und so. Und dann standen wir unschlüssig da hinten und haben überlegt, ob wir da hinten den Weg reinfahren wollen oder was wir machen sollen. Und dann hat uns ein Bauer gesehen, ein Junge. Und wir wollten eigentlich gar nicht unbedingt Tipps von ihm, aber er wollte uns unbedingt helfen und das war auch voll süß. Und dann hat er uns gesagt, ja, er wollte uns was zeigen. Wir haben es nicht so richtig verstanden, weil er konnte kein Englisch und es mit dem Übersetzer hat so semi-gut funktioniert. Und dann hat er gesagt, ja, wir sollen ihm hinterherfahren. Und wir dachten halt, er zeigt uns hier was auf dem Weg irgendwie, was es da so Schönes gibt. Tatsächlich wollte er uns aber einen anderen See zeigen, der noch Kilometer weit weg gewesen wäre und auch gar nicht auf unserer Strecke gewesen wäre, der angeblich 24/7 irgendwie videoüberwacht ist, aber da gibt es irgendwie auch ein Restaurant und irgendwie, weiß nicht, ganz komisch irgendwie, dann waren wir so, okay, und dann sind wir aber hier an diesem kleinen See vorbeigefahren und da an dem Fluss und so hatten wir halt nicht so ein gutes Gefühl, aber hier an dem See hatten wir auf Anhieb beide mega das gute Gefühl und wären am liebsten direkt abgedreht, aber er wollte uns ja irgendwie was zeigen und wir dachten, okay, vielleicht kommt jetzt direkt noch ein anderer See oder so, keine Ahnung, und dann sind wir halt so hinterhergefahren und dann sind wir aber irgendwann angehalten und dann waren wir so, okay, wir würden eigentlich gerne da hinten schlafen, aber er wollte unbedingt, dass wir zu diesem See da hinten fahren, weil er halt der Meinung war, dass es hier irgendwie ausländische wilde Hunde gäbe und die würden uns anfallen und dann gibt es hier auch ganz viele Trinker und gar nicht gut und wir sollen dann zu dem anderen See gehen und außerdem soll es auch die ganze Nacht regnen, wobei das an dem anderen See eigentlich auch der Fall gewesen wäre. Aber ja, also es hat irgendwie ziemlich lang gedauert, bis wir eben weiß gemacht haben oder klar gemacht haben, dann voll lieb von dir, danke für deine Hilfe, aber wir würden gerne an den See da hinten wieder zurückgehen. Und das war irgendwie eine schwierige Situation und dann war er weg und dann haben wir uns auch noch in die Wolle bekommen, weil Marco sich dann gar nicht mehr wohl gefühlt hat hier. Und es war aber auch schon relativ spät und wir hatten auch schon so, wie viele Kilometer hatten wir? 45. 45 Kilometer, das heißt, es hat jetzt auch dann gereicht, wir waren zufrieden und es wäre halt optimaler Zeitpunkt gewesen, um einfach einen entspannten Abend zu haben. Und dann sind wir halt auch hier wieder zurückgefahren und waren jetzt hier an dem See und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es war echt eine super ruhige Nacht und wir haben gestern sogar noch kurz in dem See gebadet. Da waren zwar auch Menschen da hinten oben an so einem kleinen Bus, aber so, dass die getrunken haben, wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben sie uns jetzt nicht irgendwie angesprochen oder gestört oder irgendwas. Und hier unten war gar niemand. Und die bösen wilden Hunde haben sich als ein kleines Süßviech entschieden. Also es waren zwei Hunde hier, aber einen hat dann tatsächlich direkt in der Nähe zu unserem Zelt geschlafen. Der war super süß. Wir hatten einen sehr gemütlichen Vormittag. Jetzt ist es auch schon um eins. Jetzt waren wir endlich so weit, dass wir gehen können. Fahrräder sind gepackt. Jetzt sind wir gerade die ersten 3 Meter gefahren. Und tada! Wieder ein Platten und natürlich wieder bei mir. Ein platter Hinterreifen.
mühevoller Kleinstarbeit dann hier die Straße ein bisschen getrocknet. Merhaba. Und da unten haben wir auch schon eine Maschine gesehen, die scheinbar gestellt werden. Sehr interessant. Und hier das ganze Tal ist echt voller rasendes Plantagen. Sieht richtig toll aus. Und die Leute sind jetzt gerade voll unter Hochdruck. Ich denke, dass jetzt gerade die Erntesaison anfängt. Also man sieht überall Menschen in den Plantagen, die ihre Säcke vollpacken und schälen und trocknen. Und wir kamen ja auch schon in den Genuss von diesen tollen Haselnüssen aus der Türkei. Juhu, endlich geht's auch mal wieder bergunter. Wir sind jetzt extrem steil berghoch gefahren, innerhalb weniger Kilometer. Es gibt einen sehr guten Schlafplatz, allerdings bedeutet das, wir müssen die Räder ziemlich weit hochschieben. Ist tatsächlich ein bisschen steiler. Schreck mich doch nicht so, meine Fresse. Aggressives Schweigen, damit man nicht vom Duschen abgelenkt wird wegen der Kälte. Ja, ein Plätzchen gefunden, das jetzt steht. Ist aber noch nicht eingeräumt. Mokli hat schon seine Küche aufgebaut. Und morgen werden wir hier eine sehr schöne Aussicht haben. Guten Morgen! Wir haben gestern tatsächlich noch einen sehr schönen Platz gefunden, wie man sieht. Es war dann schon sehr spät. Und heute Nacht war es echt kalt. Also aktuell, also heute Nacht ging es auf 9 Grad runter. Und wenn man mal überlegt, dass wir, bevor wir nach Istanbul reingefahren sind in die Stadt und da 2 Wochen Pause gemacht haben, nachts einfach immer so bei 25 Grad geschlafen haben, dann kann man sich vorstellen, dass wir gerade ein bisschen verwirrt sind. Also echt kalt abends. Und vor allen Dingen, wir haben gestern Abend unser Wasser an der Quelle aufgefüllt und es schmeckt echt richtig gut. Dementsprechend kalt war es aber auch. Und wir haben ja erst in der Dunkelheit geduscht, also es war nicht so schön. Aber ja. Und das Anfang September in der Türkei. Hätten wir jetzt so nicht gedacht. Heute stehen wieder einige Höhenmeter an. Gestern haben wir auch 600 gemacht. Da liegt das Makuli und macht Yoga. In der Sonne. Jetzt geht's weiter. Was zur Hölle? Was ist das? Ist das eine Neubausiedlung?
krass, wie das aussieht. Ja. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Vorproduziert und 10.000 Mal reproduziert. Ja. Gerade Pause machen, sind voller Vorfreude hier auf eine Wiese gefahren und auf der Hälfte der Strecke sagt Laura plötzlich, oh guck mal was da im Reifen steckt, und dann haben wir genauer hingeguckt und alle Reifen waren voller Stacheln und nicht irgendwelche, sondern mordsmäßig lange. Jetzt haben wir erstmal Noras Fahrrad abgesucht, da war wirklich alle Finger lang war irgendwas drin. Und ich habe die vorher ja schon unten auf der Wiese eigentlich rausgepolt. Ne? Das war nur die Überleben. Und jetzt, also es ist vorprogrammiert, dass unsere beiden Fahrräder jetzt in kürzester Zeit platt sind. Wir haben noch keinen Mittag gemacht. Wir müssen eigentlich dringend was einkaufen, Strecke machen. Es läuft wieder wie am Schnürchen hier. Aber es ist halt auch eine schöne Aufgabe, erstmal beide Räder komplett abzupacken, dann beide Räder komplett. Ja, jetzt warten wir mal, ob es überhaupt so weit kommt. Ich weiß, dass es bei mir so weit kommt. Bei mir war es schon bei so Pippi Lulli Don von Brombeeren so. Das ist, ja. Jetzt. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Gerade habe ich die Kamera angemacht und jetzt gibt's hier einen Gemüsestand und wir sind echt run out of vegetables. Und wie kriegt man jetzt raus, was kostet? Da gibt's eine Waage. Ja, aber es gibt keinen Preis. Also es gibt auf jeden Fall Tomatenpaprika und ich weiß nicht, was das dort ist. Ist das noch eine Zucchini oder? Gurke. Yeah, da drauf gibt's eine Faust. Bam! Es ist echt der Wahnsinn. Immer wenn man gerade irgendwie schlecht gelaunt ist oder es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann passieren uns immer die coolsten, süßesten Dinge. Wir waren ja gerade an diesem Gemüsestand und es gab irgendwie keine Kasse des Vertrauens und auch keine Preisliste. Deswegen ist Marcoli zu dem Haus gelaufen, was dahinter ist. Und dann ist so eine ältere Frau gekommen. Und dann haben wir halt Gemüse eingepackt. Leider konnten wir uns halt nicht verständigen, aber mit Händen und Füßen. Und dann hat sie uns auch überhaupt nicht bezahlen lassen. Da haben wir dann halt noch geholfen, die Gemüsekisten zum Haus zurückzubringen. Aber es war echt, wir wollten unbedingt was geben und sie hat es echt nicht, uns nicht machen lassen. Ich fühle uns schon ein bisschen schlecht. Ist schon echt ziemlich süß. Okay, eine gute Nachricht gibt's schon mal. Die Reifen sind noch nicht platt, beziehungsweise hoffentlich überhaupt nicht platt. Aber jetzt ist Worst Case gerade. Wir haben vorhin noch Quellen gesehen und uns gesagt, ach, oder ich habe gedacht, vor allem weil auch in dieser Navigations-App, weil da hinten noch eine Quelle drin war, die eigentlich optimal übereingestimmt hätte mit unserem Tagespensum. Habe ich gedacht, naja gut, die kommt und da können wir uns drauf verlassen. Jetzt ist die trocken. Jetzt ist die zweite schon trocken. 19 Uhr. Die zweite, ja, stimmt. 19 Uhr ist jetzt. Wir sind beide super entkräftet, super geschafft. Bauchschmerzen. Meine Oberschenkel sind total verspannt. Laura hat Verstopfung. Es ist super kalt mittlerweile abends. Also es ist keine Freude mehr. Also solange jetzt noch Licht ist, werden wir noch versuchen, ein bisschen weiterzufahren und zu gucken. Wenn es gar nicht geht, müssen wir mit dem Wasser klarkommen, was wir jetzt noch haben. Also 3 Liter, 3,5. Das
madig, ziemlich madig. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Da ist die Übeltäterin. Da ist noch Wasser, aber es ist schon Es sieht gelb aus. Ich wette, das ist so eine... Ich sitze im LKW und mein Fahrer will nicht anhalten und ich pisse in eine Flasche und schmeiße dann aus dem Fenster raus. Flasche. Wenigstens geht es noch ein Stück bergab. Drei Kilometer sind wir gestern noch gefahren und das Blatt hat sich wieder mal sehr schnell gewendet. Wir haben einen total liebenswürdigen LKW-Fahrer getroffen gestern hier an diesem Platz, der uns einfach mal 5 Liter Wasser gespendet hat. Und dann stand auch noch die Tür zu dem Gebäude hier offen. Und er wollte uns zum Essen einladen, weil er hat gerade Abendbrot gegessen und er hatte voll das Essenslager in seinem LKW da unten in dieser Klappe drin. Und auch so eine, also der hat auch so eine Art Gasherd oder so. Und da hat er dann immer Brot in so ein, ich weiß nicht, so ein Sandwichmaker wahrscheinlich oder sowas reingetan und getoastet. Und dann hat er die ganze Zeit gemeint, ja, ess doch mit mir Abendbrot. Wir wollten ihm aber auch nichts wegessen. Ja. Und dann haben wir ihn abgelehnt und dann kam er dann irgendwann an und hat uns ihm eine Gurke geschenkt. Und dann kam er nochmal an und hat uns ihm noch ein warmes Brot geschenkt. Also ey, ziemlich süß. Ja. Der hat echt gestern den Abend gerettet. Wir waren beide so entkräftet. Es war ja schon stockdunkel, immer noch keine Quelle in Sicht. Und so kam eins zum anderen und so sind wir dann hier drin gelandet und sind mega dankbar. Es war echt ein Sechser im Lotto, weil es wieder so kalt wurde heute Nacht. Heute geht's weiter Richtung Nallihan. Ist wieder ein bisschen eine größere Stadt und da hoffen wir dann auf Einkaufsmöglichkeiten, weil wir jetzt echt alles gegessen haben. Wir haben eine neue Weggefährtin, der Izzy. Und sie ist so knuffig und so verspielt. Hallo. Oh. Und die Öhrchen sind so flauschig. Ich bin aber total flauschig. Verändert sich wieder mal. Wird jetzt gefühlt trockener. Irgendwie sieht man auch mehr so Steine durchblitzen bzw. Sand. Also die Wälder werden ein bisschen weniger. Also rauskommend aus diesem Haselnussloch, sag ich mal, wo es so richtig feucht und bewaldet war, wird es jetzt irgendwie ein bisschen karger. Wir brennen ja für ehrliche Berichterstattung. Da vorne ist der Aussichtspunkt.
Und da liegt so unglaublich viel Müll, der so erbärmlich stinkt, dass wir nicht am schönen Aussichtspunkt Pause machen, sondern ein paar Meter davor an der Straße. Ein bisschen traurig. Warum müssen Menschen immer überall Müll abladen? Das ist furchtbar. Wir haben es geschafft. Nice, jetzt geht es hoffentlich mindestens 10 Kilometer bergunter oder so. Mit 20 wäre ich auch einverstanden. 30 wäre natürlich noch besser. Qualität ist begeistert. Tada! Unser Mittagessen ist fast fertig. Und ein schönes schattiges Plätzchen haben wir ja auch noch dazu gefunden. Hier haben wir es uns gemütlich gemacht. Sogar eine gepolsterte Bank. Welch Luxus. Wir haben halt bestimmt schon drei Landschaftstypen gesehen. Voll spannend, so der Bande. Ist fast nur noch Sand. Australische Canyons hier. Rote Erde. So, ich stehe jetzt hier an unserem Schlafplatz und unserem Platz für den Pausentag morgen. Hier ist direkt ein kleiner Fluss. Über die Sauberkeit kann man sich jetzt streiten, aber da hinten ist er ganz gut. Ja, es ist etwas laut, wenn Autos vorbeifahren, aber ich hoffe, dass es gerade Rush Hour ist. Und ja, es wäre wahrscheinlich nicht besser geworden. Wir haben jetzt mal was gemacht, was wir sonst nie machen, nämlich uns aufgeteilt. Weil bis in die Stadt, wo wir dringend einkaufen müssen, sind jetzt noch 2 Kilometer. Und wir haben jetzt aber jetzt schon den Schlafplatz gefunden und ja, das heißt, ich baue jetzt das Zelt auf, Marco ist einkaufen gefahren und Wasser holen, also Trinkwasser. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, was er mitbringt. Ich hatte nicht so großen Bock, nicht wegen der 2 Kilometer oder der 4 Kilometer, sondern weil er Einkaufen nicht so mag. Ja, und weil er es alleine nicht mag. Aber ich denke, er wird tolle Dinge kaufen. Und ich werde mich jetzt mal sputen, das Zelt aufzubauen, damit wir hier wenigstens einen kleinen Vorteil haben. Gekocht haben wir heute schon. Das heißt, heute Abend gibt es Brot. Und dann mache ich mal los. Heute ist Pausetag im Regen. Yay, der Regen hat sich erstmal verzogen und wir kommen jetzt raus aus unserer Kuschelhöhle. Schaut euch diesen tollen Platz an. Wir sind direkt an einem Fluss gelegen. Na, du Fleißige. Wir nutzen jetzt die regenfreien Stunden zum Wäschewaschen und hoffen, dass Sonne und Wind dazu führen, dass es bis 16 Uhr trocknet. Weil da soll es wieder regnen. Der Fluss ist auch unglaublich schön, wären da nicht diese ganzen furchtbaren Autoreifen mit drin. Überall entlang vom ganzen Flussbett, gepaart mit etwas Plastikmüll natürlich. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, aber so verregnet wie der Tag begonnen hat, ist er nicht weitergegangen.
Und unsere Wäsche hatte eigentlich ganz gute Chancen, um trocken zu werden. Und ist es auch. Nice.